Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FirstCast TV. Tobi dabei, Felix dabei. Jigging from the shore today, right? Good luck, guys. Good luck. Who's gonna catch the first sounder? First cast, you should bet. Who will catch the first one? I believe in Felix. Oh. Hey, der ist gar nicht so klein. Tobi, you owe me 1000 Euro. But you have to prove it. Ah, we have it on camera. The cows look so scary. Oh, the big one. Fuck you! Wir haben es überlebt. Es war knapp, aber wir haben es überlebt. Das ist der erste Wurf hier am Spot. Good one. Really big one. The good one? Yeah. Oh. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FirstCast TV. Tobi dabei, Felix dabei. Jigging from the shore today, right? For sure. And hopefully catch some nice sounders. Ja. Yeah. Man kann sagen, wir machen ein bisschen Vorbereitung für die Sander Pro auch. Gucken, was so geht. Und wir nehmen euch einfach mit. Also, bleibt dran. Good luck, guys. Good luck. Who's gonna catch the first sounder? You should bet. Who? What do you think? 1000 euros. You think who will catch the first one? I believe in Felix. Okay. 1000 euro. Oh, Fisch. I had a fish. You're joking. Ja, da war schon der erste Biss gerade. Ich würde tatsächlich jetzt nicht auf Felix setzen. Zumindest nicht, wenn er weiter so lange da oben montiert. Ja. Das ist schon mal gut. Erster Wurf, erster Biss. Das ist ein gutes Zeichen. Hoffentlich bleibt es so. You put 1000 euros on Felix? Yeah. But he's not fishing now. I don't believe what he's doing. Maybe I should change. He will not catch the first fish if he's up there tying. Ah, da kommt er. Jetzt kann man doch auf Felix setzen. Geh mal nach innen, Alter. Nach innen? Ja, natürlich. Hier, ich stehe ja schon aus. Ich glaube eh, dass innen die Zander warten. Ich habe was Schockiges montiert. 10:07. Im Gegensatz zu denen, die haben ein bisschen bedecktere Farben. Fisch? Nein, oh. Länger. Fuck. I'm stuck in the ground. By the big one? Big rock. Me too. I think it's really shallow here. Yes, yeah, I think we should change. Yeah. Got it? Yeah. Got it again. But I will not make another cast here. No, let's leave, right? Yeah. Ein sehr unbekannter Spot anscheinend. Hier liegt eine Fox Weltjacke. Die kann man schon mal liegen lassen. Nein, Spaß. Aber die lassen wir hier liegen, weil vielleicht kommt derjenige ja zurück und hat die hier gerade nur vergessen. Sonst würde ich sie normalerweise mitnehmen, aber bei sowas ist man nett und lässt sie liegen. Quite windy today. Ah, I thought no. Compared to Holland, it's okay. Compared to the rest, compared to Sweden, it's windy. Ja, ich glaube, diesen Spot müssen wir nochmal überdenken, ey. Hier sieht man richtig frische Spuren auch von Anglern. Nach dem Regen, der war gerade. Naja, ganz schön frequentiert. Toby, you see that a lot of people walk here after the rain? Yes. So it probably was today. Wie geht's? Alles gut? First cast am neuen Spot. GoPro an. Oh, nicht so laut auf den Stein hier. Kam noch gerade mit, oder? Weiß nicht, ich habe irgendwas drin, was mitkommt, was ja komisch ist für einen Fluss. 3 Meter Waller quer gehakt. Der hat es nur noch nicht gemerkt. Wo ist er gerissen? Natürlich. Ja, genau deshalb liebe ich Uferangeln. Nein, ist schon gut. Normalerweise reiße ich auch nicht viel ab, aber da lag irgendwas mitten in der Buhne, ein Baumstamm oder irgendwas, weil das hat sich mitbewegt. Schnell montieren, neu. Und dann geht's weiter. It's windy, otherwise it's good, so I think we're gonna catch some. Usually I do like 5 to 10 casts in these creeps, but it also depends on if Dustin or someone is retying. Then maybe I'll wait for him to do some cast as well on the other side. But normally if it's like only myself or if both is fishing, 5 to 10.
will den nächsten Wurf mal in die Ecke da machen. Also ich oder du? Ich. Okay. Nicht, dass du dann dich wunderst, dass ich dich kreuze. Ein schönes, markantes Gesicht, Felix. Nein. Frisch rasiert aber auch noch. Was gehört das denn? Nee. Ein schönes, markantes Gesicht hätte ich. Kanisterkopf nennt man das auch. Echt schwer heute, ey. Kein Fisch hier. Also nicht nur, nicht mal ein Fisch, sondern nicht mal ein Biss. We have tried a couple of creeps, but probably no bite at all. Maybe I had one. Dustin might have had one, but it's hard. But hopefully they're gonna bite better when it gets dark, because it's been like that every day. Ja, wir haben uns jetzt ein bisschen aufgeteilt. Jeder eine Buhne, nicht mehr alle auf einer. Geht ja auch immer ein bisschen drum, jetzt für die Competition Spots zu finden. Und deshalb lassen wir das Soziale jetzt mal beiseite und angeln konzentriert und finden ein paar Spots. Hoffentlich. Oh, ich hatte einen Biss. First Bite, 100%. First Bite! Erster Biss! First Bite! Ja, den ersten Biss. Also sicher Biss, sicher Fisch. Mal gucken, ob ich hier irgendwas auf dem Gummi sehe. Naja, hier hinten, das war eben schon. Hier noch ein Cut. Aber das war 100% Fischkontakt. Vielleicht einfach was in die Schnur geschlagen mit dem Schwanz oder so. Aber es war auf jeden Fall was Fischiges beim Absinken. Tobi! Yes? The fish is now at your spot. Catch it. I'll do it. Yes! First fish. Is it good? That's small, small, small. Ja, der erste eingestiegen, aber der fühlt sich nicht groß an. Ich muss hier jetzt mal irgendwie runterkommen. Jetzt wird er ein bisschen schwerer. Ja, aber der hat den voll weggezimmert. Also ist jetzt nicht so, dass er aussieht, als ob die keinen Hunger hätten. Oh. Ey, der ist gar nicht so klein. 55 hat er locker, soll ich sagen. Da ist er. Oh. Hey, der ist gar nicht so klein. Er könnte Anfang 60 haben, wenn ich ehrlich bin. Und hier 10.01. Absolut eine meiner Lieblingsfarmen. Ja, er wollte den. Da ist er. Köder. Machen wir nicht lange rum. Darf er zurück, der Gute. Schöner Fisch, ey, vom Ufer. Und zurück, guter, großer. Ciao. Da schwimmt er so langsam hin. Geil. Hey, it was not too bad. Yeah, how long? I think around 60, 61. Yeah, that's good. Jetzt kann Tobi erstmal seine Wettschulden einlösen, weil er hat darauf gesetzt, dass Felix den ersten Fisch fängt. 1000 Euro. Tobi! Ja? You owe me 1000 Euro, 1000 bucks. You'd never agree on it. You didn't say who you thought were gonna catch the first one. I said I. No. I did. No. Wir haben vorhin die Wette gemacht, wer fängt den ersten Fisch, auf wen setzt ihr? Und Tobi hat auf dich gesetzt. Ja, das ist dann wohl sein Problem. Ja. Tobi, you owe me 1000 Euro. Well, I'm not sure about that. We never shook hands. Ah, that's, you know, it's a mündlicher Vertrag. No. By law, spoken contract. But you have to prove it. Ah, we have it on camera. You sure? It's easy to prove. I'm pretty sure. It's really easy to prove. Not now, but very soon we're going to take a big one. They are here. But this is not our A spot. This is our a fish, D spot. We're just trying around a lot of different stuff, and we're starting with the worst one because it's daylight. Sana will, it will be better fishing in the night. Eins, zwei. Polizei. Drei, vier. Ein Glas Bier. Very good, Tobi. Danke.
What are you doing? Are you tired, Dustin? Yeah, take care, my rod. Yeah, I'm waiting for Flo. Felix. He's weak. Save my energy for the big Xander. Ah, that's true, that's true. How many did you catch? Nothing. Nothing? Nothing. Nothing compares to you. Ja, zieh, Alter. Danke. Hast du einen Biss gekriegt? Nein. Krass, ne? So, actually, all of us had two bites. The whole stretch, right? Yeah. Whew. Not good, not good. We hope for the darkness. Oh, ich muss ja hier reindrehen. Feinstes holländisches Essen. Frikandellisches Spezial. Alles nicht so schlimm wie der Burger, den Tobi uns mal gegeben hat. Erinnerst dich? Do you remember the burger? Oh, it's the best burger we have. They are really good. Sagst du? Viel beschissen als McDonald's. It was so disgusting. It was great. Mathis and I, we were like, oh. You're too picky. Yeah, yeah. How do you know that we are fishermen? I thought I saw you was Daniel, right? Yeah, yeah, that's what I told you. That's good. Yeah, he's famous, right? In Holland. He's quite famous in Holland. Yeah, you are too now. Yeah? Yes. I love the Dutch frikadello. Dutch people are good food. Frikadello. I don't know. What is the Netherlands more? Yeah, cheese, frikadello. Mayonnaise. And tomatoes. You take, you don't have enough on your plate? No. So, mittlerweile ist es dunkel geworden. Wir sind jetzt ein paar Minuten zum nächsten Spot gefahren. Und jetzt nehme ich die schwere Route, weil nur noch große Köder gefischt werden. Also große Köder, das ist jetzt 18 cm. Kleiner kommt mir jetzt nicht mehr an Haken. Werde nachher auch noch den großen Predator 20 cm fischen, weil ich glaube, jetzt im Dunkeln kommen die Dicken. Den klebe ich noch schnell fest, weil der hat gestern richtig beim Angeln auf den Sack bekommen, wie man sieht, total zerbissen. Deswegen hält er ohne Kleber jetzt nicht mehr so gut am Bleikopf. Aber dafür hat man ja Sekundenkleber dabei, um den nochmal schön zu fixieren. Tobi? Ja? Sekundenkleber? Was? Und dann geht's los. Wir laufen jetzt noch 3 Minuten zum Spot und dann fangen wir die ganz dicken Fische, hoffentlich. Hoffentlich. Dankeschön. Welcome. Like I said before, I was born ready for Sander fishing. Are you ready? Yes, I'm born already. So you're born already? I'm born already. Yeah. Really? Born already. Ah, wirklich? Ja, ja. I'm already born. Guck mal hier, habe ich, ich besitze sowas nicht, hat der Felix mir gegeben, netterweise. Damit kannst du auf jeden Fall ein paar Leute blenden. Krank. Fuck. Yeah, you should not jump in here. You should go over it. They have horns. Is it dangerous? Sorry? There's one bull, I think. They look so scary in the dark. Oh, you know, there's no fence between us. I thought there's a fence. Did we already jump over a fence? Yes, this is the fence. Which? Ah, there's a fence. Fuck. Imagine it runs like this at you. Okay. Don't kill me, dude. Oh, we are safe behind this fence. Electric fence, right? Hey, what are you doing? Der hat so viel Angst, dass er richtig weggeht. Is it electric? I don't know, I don't think so. Wir haben es überlebt. Es war knapp, aber wir haben es überlebt. Die Dinger sind ja auch irgendwie komisch, ne? Die sind super neugierig, aber dann auch Schisser. Ja, naja. Wir sind angekommen. Let's try to be as silent as possible. Oh, it's really, take care, it's really, 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 really slippery. Es ist richtig rutschig, sei vorsichtig. Das ist der erste Wurf hier am Spot. Ich merke aber, ich bin ein bisschen schwer vom Gewicht. Da glaube ich, noch mal ein bisschen runtergehen. Fisch ist hier 15 Gramm. Würde auch leichter gehen. Als kleinen Tipp, ne, wenn ihr
merkt, ey, der Gummifisch ist jetzt gerade ein bisschen schwer für... Oh, nice bite. Fuck. Genau das wollte ich gerade erzählen. Ich habe hier leider keinen Stinger drauf. 100% Fisch. Ah, das ist gut. Wenn ihr denkt, der Köder ist ein bisschen zu schwer gerade da, wo ihr fischt, dann geht es auf Zander vor allem nachts auch sehr gut, wenn ihr den Köder einfach langsam einleiert. Das habe ich gerade gemacht und habe den brutalsten Einschlag bekommen. Leider habe ich hier keinen Stinger dran. Und bei dem großen Köder kann man da schon mal einen Fehlbiss bekommen. Naja, nicht so schlimm. It was a really good bite. Toby, try to just retrieve. That works. Oh, ja. Oh, lost it. Fuck. Aber der war dran, habt ihr gesehen? Oh, nice strike. Fish. The good one? It's a huge fish. But I think it's a foul hook or something. Should I bring the net? Yeah, net. Oh, it's not foul hooked, I think. It's good. Wow, das. Wow, Toby. Yes, I'm coming. Fast, 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 Toby. I'm coming. Wow, das ist ein Monster. It's a pike. It's a monster pike. Can you take it? Take it, please take it. Take it, Toby. Yes. Put it in, Toby. What are you doing? What are you doing? You're using your net first time in your life? No, but... But what? It's still shallow. It's more than a meter. I think it's 115. Ganz schön hektisch gewesen gerade. Sorry, Toby, for blaming you with the net, but yeah, I was quite nervous to get this because I think, ich glaube, der hat 1,10 plus. Yeah, it's like 115 something. It's really good. But it has no eyes. Blind, es fehlt dem Auge, das Auge, auch die andere Seite auch, weiß ich jetzt nicht. Aber seht ihr mal, wie krass dieses Seitenlinien-Ungar funktioniert bei denen. So, ich nehme den jetzt hoch mit auf die Wiese, weil die ist nass und da kann man besser legen als hier auf den blöden Stein zum Abhaken. Measure Board wäre gut. Mal ein bisschen Licht hier bitte, Jungs. Light. Guckt euch den Hecht an. Ein Riesenvieh. Alter, das ist ein langer Fisch, vielleicht sogar ein 20 dünn. Messen wir jetzt mal direkt. Und wer es hat zugeschlagen? Unser Venom wieder. Der fängt hier echt einen Fisch nach dem anderen. Prototyp noch. Kommt bald auf den Markt. 20 cm. Super geil. Den messen wir ganz schnell. Oh, do you see? He has another leader. Ja. Und da sieht man mal, wie die Fische überleben. Der hat zusätzlich noch einen Stahlverfach da drin. Oh, it's 120. Alter. 1,20 ist mein UFA-PB. UFA-PB und dritter 1,20er in diesem Jahr. Es läuft echt gut für mich in diesem Jahr. Well done, Dustin. Really good fish. Thank you, thank you. Hey, let's release it real quick, right? It's such a beautiful fish. It has a lot of punishment with his eye and the leader inside, so we get him back to the water real quick. We should do it. But I don't think it's beautiful. I think it's just a very cool fish. Yes. Boah, mit dem Auge ist schon krass, ne? Einfach kein Auge. I think it's been through a lot, that one. Richtig alter Fisch, glaube ich. Oh, wunderschön. Wenn die so davon schwimmen, ist das nicht toll? Geil. Well done. Thank you. Und so sieht man aus, wenn man Hechte fängt. Der hat mich gut erwischt. Aber egal, für einen 1,20 Meter nimmt man das doch in Kauf. Yes! Ja! The tactic is the same as during the daylight. We're gonna fish like 5 to 10 casts on every creep. Go to the next one, really search the area, because usually we get a strike in the first couple of casts. So then I don't think you need to, since we have so many spots we can fish, we don't need to stand still and just keep on hammering on one spot. Just, it's better to search them and catch the active fish. Next one. Let's see if there's an active fish here. Alter, ist das glatt. Crazy. Nächster Spot. Kann ja eigentlich nicht mehr viel besser werden. Also, ihr wisst, was ich am Anfang gedacht habe, deswegen war ich so still.
weil der sah so riesig im Wasser aus und ich habe hier mit einem Zander gerechnet. Deswegen dachte ich, alter Schalter, das ist jetzt mein Zander-PB. Aber war es nicht. Nicht so schlimm. 1,20 Meter Hecht ist auch geil. Ah, next bite. It really seems like Dustin found what to do. He broke the code. But we'll see. Since we're fishing in Thunder Pro later, it's a good way to like help each other. And I'm just glad that Dustin catching a lot of fish. We're getting a lot of bites. To see what really works. Oh, I had one. Good bite? Yeah, quite good. Don't hurt yourself, bro. Ah, foul hooked. A bream? It's actually hard to say if it's a bream or if it's a sander. I think it kind of looks like a bream, to be honest. But it's good, it's bait fish here. That's a good sign. Yeah, always a good sign with bait fish. Ah, one. Fish on. Big one? Yeah, no, small one. Fish is fish. Yes, it's a fish. You need a net? No. No net for this one. Really small one. Maybe the small sander is going. Oh, nice fish. Good one. Really big one. Ah, maybe. Yeah. Ah, lost it. Lost it? Yeah. Crazy bite. Fuck, that was a really big fish. It really seems like bigger baits is better for big fish tonight. So I'm really thinking about changing from this smaller one, but it delivers a fish at least. So I'm gonna put this one back and then I'll think about it for like one more minute if I should change or not. Bye bye. Get eaten by a big sander. I think that's good food for big sander. Ja, ich habe gerade wirklich einen richtig dicken Fisch verloren. Der ärgert mich jetzt doch, weil ich sehe es auf dem Gummi, es war ein Zander. Es kann 90 plus Fisch gewesen sein. Der war so schwer und so hart in die Bremse gegangen, der ärgert mich. Aber wir wissen fürs Turnier, hier sind die Fische da, wir angeln jetzt nicht weiter rum. Gehen zu einem nächsten Spot, gucken, ob wir da noch Fische finden und dann gehen wir auch bald ins Bett. On to the next spot. The cows look so scary. Tobi, it's your turn now. Oh, the black one. Run. Fuck you! Oh, he's a nice one. Wir sind am nächsten Spot, wir haben es überlebt. Das war ganz schön lustig. Kühe sind echt neugierige Tiere. Und ja, sind wir mal kurz gerannt. Das war sehr, 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 sehr lustig. Oh, it's so slippery. Ich wollte schon Englisch sprechen. Das ist so glatt hier. Echt aufpassen, dass man sich nicht die Haxen bricht. Erst von der Kuh halb getötet. Und dann Schädelbasisbruch, wenn man hier auf die Steine gefallen ist. Angeln ist gefährlich. Cows look so scary in the dark, especially with their like eyes. They were like really glowing, like big monsters in the night. That was scary. Especially the big ones with the horn that was hunting Dustin. But I think Dustin was too afraid. He's a little chicken, being afraid of cows. Should we say last cast? Yeah, let's go to... Oh, I won! Big one? I'm not sure. No, not that big. But it's okay, it's a fish. Yeah, it's a fish. I said last cast and then we leave and... Good strike? Yeah, it was okay. But it's, you know, it's not super big, so... Yeah, it's from the shore. Important points, you know. This is the second sander for today. Yeah. And we only caught two smaller ones. But you had a big one on, and probably yes. More.
Do you think it's 60? No. 55? I guess less, but it's a beautiful one. Yeah, small but beautiful. Bye. Das ist jetzt der letzte Wurf für heute. Wir haben jetzt standardmäßig nicht so richtig gut gefangen. Oh, da ist die Kamera. Sieht man im Dunkeln nicht immer. Aber dafür einen richtig, richtig guten Hecht. Ein richtig altes Vieh, ohne Auge. Und ich habe noch einen richtig guten Zander verloren. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, liken, kommentieren, abonnieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ha det bra, alle storfiskere. Ciao, ciao. Ciao.